Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 33 müsste es sein von Let's Play Minecraft. In der heutigen Folge hatten wir uns vorgenommen, wir gehen nochmal auf die Suche nach einem Dorf. Einfach weil wir Karotten brauchen. Oh, ich glaube, da ist ein Papagei gestorben. Schade. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf die Suche. Gehen mal ein bisschen in diese Richtung, da Richtung dieses Bergatolls. Ich glaube, da waren wir noch nicht so richtig. Ich gehe doch nochmal zurück. Vielleicht ist es sinnig, jetzt noch ein bisschen Essen mitzunehmen. Wer weiß, wie lange die Erkundung geht. Wer weiß, was uns für Gefahren da erreichen. Und auf welche Hindernisse wir stoßen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht... Und jetzt habe ich schon wieder Am gesagt. Wenn ihr wollt, dass ich weniger Am sage, dann würde ich euch bitten, unseren Kanal zu abonnieren. Nein, Spaß. Wenn euch der Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo da und teilt diesen Kanal auch gerne. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's rund. Warum machen wir das Ganze? Wir wollten ja, oder wir hatten vor, diesen Stall zu bauen. Und da wollen wir auch Schweine drin halten und züchten. Aber das funktioniert ja nur, wenn wir Schweine auch vermehren können. Und Schweine können wir nur mit Karotten vermehren. Und Karotten haben wir noch nicht in unserem Sortiment. Deswegen jetzt die Idee, quasi Karotten zu suchen. Und wo finden wir die am besten? Genau in einem Dorf. Beim letzten Mal ist das ja so ein bisschen schief gegangen. Da habe ich ja gesagt, wenn ich jetzt nur geradeaus laufe, dann müsste ich ja eigentlich an einen Ort kommen, an einen Punkt kommen, wo ich... Wenn ich nur geradeaus laufe, dann müsste ich ja theoretisch, wenn ich nur geradeaus in die andere Richtung laufe, wieder zurückkommen. Hat beim letzten Mal ja nicht funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert dieses Mal. Weil das war beim letzten Mal. Uiuiuiui. Oh. Hier liegen noch die Sachen von der letzten Tour hier rum. Oh. Ach so, und ja, richtig. Jedes Mal, wenn ich in neue Gebiete komme, dann habe ich ja Probleme mit den Frames. Ich erinnere mich, da war was. So, ein bisschen Anstandskohle mit, falls wir uns mehr Fackeln machen müssen, als wir schon haben. Die Sonne geht auch gleich schon unter, wie unpraktisch. So, und es wäre auch äußerst unpraktisch, wenn die Insel jetzt hier vorbei... Nein, ist sie nicht. Lassen wir die Chunks mal ganz kurz laden und laufen nicht so schnell hier durch. Dieses Schwein ist aber auch sehr einsam hier. Tut mir leid. Ah, sieht cool aus, dieses Atoll hier. Jetzt ist nur die Frage, ob wir dahinter das ersehnte Dorf finden oder nicht. Auf jeden Fall finden wir ein bisschen Essen. Als hätten wir nicht schon genug Fleisch. Wir nehmen einfach nochmal ein bisschen was mit. Ein bisschen was auf der Tasche zu haben, ist ja nie schlecht, ne? Wer weiß, wozu man es gebrauchen kann. Hier in dieser Welt. Voller Gefahren. Voller Gefahren. Voller Gefahren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wollte. Jetzt laufe ich schon wieder so ein bisschen verquer.
Aber, oh, das ist gut, dass da, das ist schlecht, dass da ein Baum brennt, aber das ist gut, dass da hinten so eine Sumpflandschaft ist. Hubala. So eine Sumpflandschaft ist erstmal nicht verkehrt. Da findet man doch ab und zu mal ein Dorf. Also ich habe da bis jetzt tatsächlich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich mich mal zurückerinnere. Auch im Let's Survive haben wir da doch mitunter ganz gute Erfahrungen gemacht. Was ist denn das da vorne? Was ist das da? Was auch immer es ist, ich kenne es nicht. Vor allen Dingen erkenne ich es nicht. Was soll das sein? Ist das ein Portal? Ja, das ist ein Portal, aber... wünschte ich mir, ich hätte eine... Ich habe zwei Feuerzeuge dabei, jetzt wünschte ich mir, ich hätte eine... Ach, wobei, reicht das nicht? Ich da jetzt quasi... Ah, ist ja gut. Ich da jetzt quasi zwei... Ich glaube nicht, dass das... aufgeht, siehst du, es geht nicht auf. Ach, egal. Da hinten ist Pilz. Guck mal, ja, ganz neue Gefilde hier. So eine Struktur habe ich noch nicht gesehen. Aber irgendwie cool. Oh. Guten Tag. Ja, wir haben in dieser Aufnahme jetzt schon 13 langsame Frames. Das tut mir mitunter auch Schwarzeichen. Sehr, sehr geil. Die würde ich auf dem Rückweg sehr, sehr gerne beanspruchen und mitnehmen. Jetzt müssen wir erstmal hier vor dem Skelett abhauen. Huch. So. Da ist noch irgendwo ein Zombie. Und weit und breit kein Dorf. Da hinten ist es zwar was heller, aber ich glaube auch nicht, dass da ein Dorf ist. Also wie gesagt, auf dem Rückweg müssen wir die Schwarzeichen unbedingt mitnehmen. Ja, ist ja gut. Sorry, Brudi, aber das geht... Hast du nicht gelernt, dass man nicht auf Menschen zielt? Da ist auch kein Dorf. Oder? Das ist auch nur wieder irgendeine random Struktur, glaube ich. Ach nee, das ist... Aber hier auf solchen Flächen findet man häufig doch relativ gut meist auch irgendwie solche generierten Strukturen wie Dörfer. So, und das Praktische wäre, in so einem Dorf könnten wir uns auch zumindest zeitweise ein bisschen verstecken. Und wenn da Betten sind, und das sind ja meistens in den Dörfern, dann könnte man... Oh, ich Idiot, ich laufe auch noch ins Skelett rein. Ja, wie viele Monster sind hier denn bitte? Das ist eine angespannte Situation, das muss man sagen. Ach, und wieder so viele Frame-Drops. Das nur, weil ich auf der Suche nach einem Dorf bin und durch unbekannte Gefilde laufe. Eieiei. Das ist eine mehrere Tagestour, würde ich sagen hier. Ich finde einfach kein Dorf. Also ich bin in einer durchaus
schlechten Lage gestrandet. Gehen wir mal wieder zurück Richtung diesem Schwarzeichen. Also die waren ja da vorne irgendwie. So, wenn ich ein Stückchen in diese Richtung gehe und dann wieder da hoch, dann sollte ich ja wieder zurückkommen. Wir haben mitten in der Nacht, das ist gut. Das heißt, es ist auch, wir haben die Hälfte der Nacht quasi schon überlebt. Es ist gut, dass ich so viel Essen mitgenommen habe. Ich wusste, wozu ich es brauchen werde. So, den Pfeilen der Skelette weichen wir fachmännisch aus. Wir kommen gut mit den Frame Drops klar. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr müsstet ganz ja nur gucken. Voilà. Direkt in zwei Creeper reinzulaufen ist vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Und von Spinnen verfolgt zu werden auch nicht unbedingt. Ja, Zapperlot, wieso finde ich einfach keine Dörfer? Weißt du, für gewöhnlich, für so in manchen Welten, ne, da hast du überall hast du Dörfer. Ja, hier, guck mal, so ein Kürbis nehmen wir auch nochmal mit. Können wir auch gebrauchen. Wenn wir Golems machen, dann können wir so mal Kürbisse anpflanzen. Kürbisse, Melonen wären auch nicht verkehrt. Ich mag ja Melonen sehr, sehr gerne. Auch im Real Life. In Minecraft, finde ich, sind das auch ganz gute Nahrungsmittel. Ich bin jetzt ewig weit gelaufen und habe kein Dorf gefunden. Aber diesmal ziehe ich es durch. Diesmal breche ich es nicht ab. Wie komme ich jetzt hier gut rüber? So am besten, ne? Obwohl ich fürchte, ich werde es abbrechen müssen, wenn da jetzt die Insel zu Ende ist. Da vorne kommt wieder nur so ein Birkenwald. Wow. Ernsthaft? Klasse. Kann doch nicht sein, dass es auf dieser Insel gar kein Dorf gibt. Das kann es doch nicht geben. Ansonsten müssen wir gleich mal ein bisschen cheaten. Wir laufen jetzt erstmal noch ein bisschen in die Richtung und dann würde ich sagen. Wow. Vor allen Dingen sollte es vielleicht erstmal wieder Tag werden, damit wir in Ruhe irgendwo stehen bleiben können. Hier von Monstern zerfleischt werden oder von Creepern hinterhältig in die Luft gesprengt werden. Das wäre natürlich nicht sehr geil. Es wird langsam hell, hervorragend. Boah, die Landschaft hier. Ich finde es ja so cool, was es hier an Landschaft mittlerweile gibt. Ne? Nicht mehr nur diese 3-4 Biome, die es früher gab, sondern es gibt wirklich, wirklich coole Landschaften hier. Aber wir sind quasi auch schon am Ende. Also wir sind nicht am Ende, aber mittlerweile bin ich echt so ein bisschen so. Ja, läuft. Passt auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir öffnen das mal im LAN. So. Locate. Village. Ist bei -1904, also in diese Richtung. Und stand da noch 736, also in diese Richtung. Also in diese Richtung. Okay, kann ich jetzt auch.
Schale ins Spawn kann ich nicht. Okay, alles klar. Wir wissen jetzt, wo es ist. Wir müssen noch ein bisschen höher. Wir müssen noch ein bisschen in diese Richtung. Dann finden wir die nächste Stadt. 610 Meter in diese Richtung noch. Was, das machen wir jetzt in dieser Folge aber auch noch. Das tut mir jetzt leid, dass die Folge jetzt ein bisschen länger ist. Aber das machen wir jetzt noch. Eine Sache mal. Nee. Das schließe ich gleich. Nee, pass auf, ich schließe das jetzt. Da ihr sehen könnt, dass ich auch nicht weiter cheate oder so. So, Einzelspieler, Singleplayer, Let's Play. So, und jetzt laufen wir in diese Richtung. Minus 1903 und ja, das ist die richtige Richtung. Vielleicht finden wir ja sonst noch irgendwelche spannenden Sachen. Also wir wissen, wir müssen in diese Richtung und wenn wir dann zurückkommen und wieder in den Birkenwald, dann müssen wir quasi wieder geradeaus. Okay, gut, alles klar. Gut, 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 gut. Das kriegen wir alles irgendwie gebacken. Jetzt ist noch die Frage, was ist das für eine Stadt? Wenn es jetzt irgendwie so ein Bergdorf ist oder so, wo dann keine Karotten sind, weil die das nicht brauchen in ihrem, sondern nur Kartoffeln, dann war die ganze, das Ganze hier umsonst und aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir finden was Gutes. Bitte, 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 lass das was Gutes sein. Das ist ja so ein bisschen Ora et Labora, ne? Beten und arbeiten hier gerade. So, da sind schon mal ein paar Kakteen. Ach, Kakteen, ein paar Kürbisse. Kürbisse und Kakteen sind ja auch so ähnlich. Lamas dümpeln da rum. So, die nehmen wir mal mit hier. Ich hätte ja gesagt, könnte man vielleicht gebrauchen. Jetzt ist es ja auch gerade Tag. Dann ist das ja recht egal. Ja. Oh, und weiße Lamas. So. Das sieht schon mal richtungsmäßig sehr, sehr gut aus. War hier mal über den Berg drüber. Da vorne sind auch noch wieder Schwarzeichen. Wie gesagt, wir dürfen das Schwarzeichenholz auf dem Rückweg gleich nicht vergessen. Und wenn wir da sind, am Schwarzeichenholz, wissen wir auch, dass da ist ein Dorf. Kommt das hin? Das kommt ungefähr hin. Dann wissen wir auch ungefähr, dass wir am richtigen Punkt sind. Jetzt bitte lass das nicht nur so ein Hausdorf sein oder so. Oh, guck mal. Die haben uns extra schon scharf zerlegt, damit wir das Fleisch, die nehmen wir auch mal mit. Die pflanzen wir auch bei uns an. Das ist ja so ein unleidliches Ding, aber guten Tag. Ich glaube mir das mal. Vielen Dank. Sehr nett. Blumentopf nehmen wir mal mit. Guten Tag. Ich darf hier mal. Dankeschön. Setzlinge brauchen wir nicht. Das Bett nehmen wir aber mal mit. Habt ihr hier noch mehr Häuser oder war es das? Hier war es das. Da unten stehen noch Häuser. Das ist ein sehr ungeordnetes Dorf, würde ich sagen. Leute, 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 Leute. Nee, den wollen wir nicht. Achso, jetzt wo wir im Dorf sind, würde ich sagen, wir können das Video beenden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, Abo, Kommentar da. Das mit dem Abo funktioniert ganz einfach, wenn der Button jetzt oben rechts im Video eingeblendet wird. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann auf den Button, der unten rechts eingeblendet wird. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Ciao, ciao.